Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, beziehungsweise guten Morgen. Ich wollte mal gucken, inwieweit ich Rust-Skins verkaufen kann und vielleicht ein paar Cent Gewinn dabei mache. Aber außer meine ausgefallenen hier, oh, die Tisch steht auch schon bei 2,19 €, die habe ich für 1,30 € gekauft. Das ist natürlich richtig nice. Aber die werde ich auch nicht abgeben. So, das sind so meine Sachen, die werde ich auf jeden Fall behalten. Da kann man machen, was man will. Oder das hier, das ist 3,05 €, wurde auch nichts verkauft in den letzten 24 Stunden. Also es ist schon ja, schon sehr nice. Jetzt will ich mal gucken. Im Inventar, ich wollte mir auf dem Community-Markt anzeigen lassen, aber was da an Kaufanträgen ist, aber irgendwie macht da nichts. Jetzt bin ich natürlich wieder hier gelandet. Meine aktiven Angebote. Gegenstand verkaufen. Mach mal Gegenstand verkaufen, mein Freund. Na komm. Na komm. Was soll das? Dann geh zurück. Er macht nichts. Warum macht er nichts? Markt. Ach, dann laden wir halt nochmal. Gegenstand verkaufen, sage ich. So, sehr gut. Jetzt komme ich wieder in mein Inventar. Sorry. So, jetzt lädt das sehr langsam. Wie gesagt, diese Sachen werde ich nicht verkaufen. Das habe ich auch erst gekauft. Behalte ich auch. Finde ich auch cool. Die Maske 90 Cent gekauft. Ab 89 Cent verkaufen. Lohnt sich nicht wirklich. Die Tür ist konstant am Steigen. Die Tür bleibt irgendwie aus welchem wahnwitzigen Grund auch immer. Diese Tür müsste ich auch, glaube ich, zweimal haben. Die steht jetzt schon bei 1,90 €. Verdammt, am Anfang ist die so wenig gestiegen. Und jetzt, oh, jetzt ist der Preis schon ganz gut nach oben gegangen. Das kommt auch selten vor. Diese Mask steht bei 1,58 €, habe ich für 90 Cent gekauft. Passiert aber super selten bei Masken, weil eigentlich gehen die immer runter. Was mich verwundert ist, das zum Beispiel. 1,29 €, deswegen werde ich den auch noch behalten, so, wenn ich den verkaufe. Mal gucken, ob der auch schon mal hoch. Der ist noch nicht wirklich hochgegangen. Ist auch kein so ausgefallener Furnace. Aber den behalte ich erstmal, scheißegal. Steht auch schon mal fast 2,72 €, den behalte ich. Das ist meins. Diese Tür steht bei 1,41 €. Also da, die habe ich zweimal. Wenn einer Bock auf diese Tür hat, lasst mir einfach einen Kommentar unter dem Video. Ich werde jetzt noch mal so ein, zwei Wochen, denke ich mal, abwarten. Und dann werde ich die Tür unter allen, die unter dem Video geschrieben haben, werde ich die verlosen. Dann könnt ihr das Ding haben. Schicke ich euch dann bei Steam, ist klar. Was haben wir hier? 1,73 €, die behalte ich auch noch. Ich glaube, die müsste auch schon mal höher gewesen. Ah, die war schon bei weit über 2 €, deswegen behalte ich die. Was haben wir hier? 1,43 €. Large Box, ja. Die wird auch irgendwann noch steigen, aber es ist alles zurzeit, ist der Markt, ich weiß auch nicht, ein bisschen lahm. 1,69 €, ja, die Tür, die geht auch immer hoch und runter, so wie es aussieht. Aber hat sich eingependelt, so das höchste 1,90 € vielleicht. 1,92 €, dafür würde ich die auch verkaufen, aber nicht für 1,69 €, da habe ich ja schon wieder Verlust gemacht. 1 Cent oder so, oder 2, ich weiß es nicht. Was nehmen die denn an Gebühren hier? 1,48 €, ach Quatsch, ich habe gar keinen Verlust gemacht, ich hätte 18 Cent gewinnen, aber nö, das ist, nö, brauche ich nicht, ist nicht so geil. Die hat sich, oh, da war das höchste 1,14 €, ja, wie gesagt, diese Chestplates gehen eigentlich nicht. Deswegen, wo lag die? Bei 99 Cent oder so? 87 Cent, 3 Cent Verlust. Nein, dann behalte ich die. Ja, für sie sieht sie cool aus. Und diese Door liegt bei 2,01 €, das ist schon okay. Da habe ich 1,30 € für bezahlt, die werde ich dann auch mal verticken. Also, wie gesagt,
lasst mir einfach, wenn ihr das Ding hier vielleicht mal haben wollt oder so, lasst mir einfach einen Kommentar unter dem Video. Ich schreibe dann den an, der gewonnen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.